Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 2. November 2022 und ja, ich habe frei. So, da ist er, der Kaffee, der ist wichtig. Und dann bin ich auch schon bereit, hoffe ich, für ein weiteres Wolle-Video. Juhu. Es war Oktober, es war Socktober, das war mir irgendwo so dunkel bewusst. Und das Einzige, was mich motiviert hat, an meinen Socken zu stricken, um die endlich fertig zu kriegen. Weil ich habe ja wieder Socken vor. Also ich habe Socken auf den Nadeln, die zeige ich euch heute nicht. Die habe ich das letzte Mal in die Kamera gehalten, da hat sich sonst nichts weiter getan. Weil ich eben als allererstes einmal dieses Sockenpaar fertig gemacht habe. Das mache mal kurz. Socken sind Socken. Wen interessieren eigentlich Socken? Aber Socken sind so ein dankbares Projekt und ich trage sie ja den ganzen Winter. So, die sind knalliger und dünkler und da plagt sich die Kamera. Wurscht. Einfache Socken. So, und dann das zweite Sockenpaar, das ich schon ewig mit mir herumgeschleppt habe, ist jetzt auch endlich fertig. Und das sind diese hier. Und da habe ich einen Rock dazu in der Wolle. Und wollte mir ja schon letzten Winter passende Socken dazu machen. Jetzt habe ich es. So, und jetzt kann ich dann auch den Rock anziehen. Also ich kann den Rock sowieso anziehen, aber jetzt habe ich auch Socken dazu. Das ist nicht die dümmste Überlegung, dass man sich zu den Kleidern und Röcken, die man hat, auch gleich Socken macht, die dazu passen. Weil ich sitze oft da und denke mir so, und weiter. Was nehme ich jetzt dazu? Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe jetzt letzte Woche was Blaues angehabt. Und ich habe genau ein paar blaue Socken. Wie kann es das geben? Ja, wahrscheinlich, weil ich alle meine blaue Wolle dann doch zu Pullover verstricke oder irgendwas anderes halt draus mache haben und so. Aber ich habe keine blauen Socken, nicht wirklich, also nicht die Auswahl. Das meiste ist einfach nur bunt. Und wenn ich Glück habe, ist irgendwo blau mit drin. Ja, aber also die sind alle so wie das erste Paar Socken, das ich euch gezeigt habe. Eigentlich im Grunde so melierte und bunte und gestreifte und so. Jo. Nachdem ich das jetzt fertig habe und noch was fertig habe, bin ich wieder ein bisschen mehr ins monogame Stricken verfallen. Hat auch den Grund, dass ich auch noch ein paar andere Hobbys habe und mich auch um die kümmern möchte und irgendwo mir dann die Zeit fehlt für 3000 Strickprojekte, leider. Deswegen, ja, und es ist dann auch kein Platz auf der Couch. Ich meine, so viel Platz ist dann auf der Couch auch noch nicht, dass ich alle meine Hobbys um mich herum verteile und einmal da und einmal da und einmal dort. Schade. Also bin ich wieder ein bisschen zum monogamen Stricker geworden. Was ich noch fertig habe, zeige ich euch jetzt auch gleich und ich bin froh, dann kann ich ihn endlich wegräumen, ist der Hexagon-Pullover. Die Lichtverhältnisse sind scheiße. So, ich hoffe, das ist jetzt etwas besser mit der Jalousie herunten. Es ist eigentlich nicht hell da drin, aber ich schaue ja aus wie Hinspim. So, mein Hexagon-Pullover. Ja, jetzt spinnt es auch nicht so herum mit der Farbe oder es liegt an dem Pullover. Vorne, hinten, ja. Besonders lang ist er nicht geworden, hat den Grund, die Wolle war aus und ich habe beschlossen, es ist fertig. Ich mag nicht mehr. Das ist ein dicker, warmer Pullover, ein Drüberziehpullover und ich weiß noch nicht, vielleicht wandert er damit in die Arbeit zum Drüberziehen, wenn es besonders kalt ist. So, weg, weg, weg. Ich probiere es jetzt nochmal mit dem. Jetzt will ich es wissen. Ist genauso geschissen wie vorher. ist ja wurscht. So. Jetzt will ich schon wieder Software-Update machen. Nein, noch immer nicht. Keine Zeit für das. Ein Schluck Kaffee muss sein. In dem ganzen Haufen, den ich da habe. Ist ein Wunder, dass ich noch einen Platz habe für meinen Kaffeeheferl. So, dann eben monogame Stricken, stricke ich jetzt weiter an dem Kaul. Ja, man sieht, wo ich war.
Da ist so ein kleiner Bruch im Gewebe sozusagen. Und von da weg geht es weiter. Das ist dazugekommen. Ja, ist mir egal. Sieht man halt. Sieht man halt, es ist lange gelegen und irgendwann habe ich weiter gestrickt. So. Von dem Punktteil da muss ich 32,5 cm machen. Ich habe jetzt, glaube ich, 18. Also da kommt noch ein bisschen was dran und dann kriegt das Ganze ja ein Innenteil. Ne? Dann wird das Ganze noch einmal verdoppelt, indem man eben so einen Innenschlauch strickt, dran strickt und dann nach innen steckt und verbindet. Und dann kann man sich das ganze Ding um den über den Kopf stülpen und wärmt den Hals. Das ist der Snuggles Dings. Ja, Kaul. Also ich weiß, ich bin, was das betrifft, ganz schlecht. Ganz schlecht. Es gibt keine Shownotes, es gibt keine Notizen darunter dem Video und ich blende auch nicht ein, wie das Ding heißt, weil ich eh nicht weiß, wie es heißt. Gehen wir davon aus, dass ihr das eh kennt. Oder wenn ich sage, findet es so einfach. Red man nicht drüber. Also das ist das Snuggles. Gibt es einmal ein bei dem Ravelry Snuggles. Und schaut mal, was da alles passiert. Ich wickle jetzt einmal das auf, weil das hat sich ein bisschen abgewickelt und das stört mich in meinem Sauhaufen hier. Ich habe da wirklich ein bisschen was herumliegen. Soll ja auch ein Video werden und kein, jetzt hätte ich fast was gesagt, egal, kein kurzes Video, also ein richtiges, kein zwischendurch, ich melde mich mal Lebenszeichen-Video. So, das ist schon die Kurve gekriegt, gell? Naja, so, das sind die beiden. Wolltiere hier, aus denen ich das Strick, in welcher Farbe und mit welcher Wolle ich dann das Innenleben mache, weiß ich noch nicht. Ich denke eh schon die ganze Zeit darüber nach. Vor allem Farbe, keine Ahnung. Also farblich weiß ich nicht. Ganz was anderes, denke ich. Also ich werde innen echt ganz was anderes machen. Aber es muss sehr weich sein, dass allein durch das Muster, das ist so aufgeraut, das ist nicht sehr angenehm. Also es hat schon einen Grund, warum das dann noch ein Innenleben kriegt. Und ach, vielleicht irgendwie was mit Kaschmir wäre fein oder also ein Baby Merino, ne? Irgendwas ganz was Weiches halt. Ja, also das ist mein aktuelles Strickprojekt. An allen anderen stricke ich zurzeit nicht. Auch nicht an den Socken. Und geplant ist noch ein Sockenpaar, aber nicht für mich. Und dazu dann gleich demnächst, wenn ich weiß, wo der Haufen liegt. Ich habe dann noch was fertig, hat aber jetzt nichts mit Stricken zu tun. Ich habe endlich mir wieder meinen Webrahmen zu mir geholt, aus dem Eck befreit und zu mir geholt. Und das Projekt, das ich da schon ewig drauf habe, endlich fertig gemacht. Mittendrin habe ich gemerkt, das wird sich mit der Wolle, mit dem einen 100 Gramm Knäuel-Sockenwolle nicht ausgehen. Und habe dann meine Reste dazu gemischt, die ich ja habe von dem Kleid, das mich so unendlich geärgert hat, weil da ja die Wolle gerissen ist und ich dann ein paar Löcher drin hatte und das jetzt dazu verurteilt ist, kein Kleid mehr zu werden. Und dann habe ich mir gedacht, diese ganzen einzelnen, was ich da abgewickelt habe, und beim Abwickeln sind mir auch, ist mir auch der Faden gerissen, ein paar Mal habe ich ja lauter so kleine Böbelchen gehabt. Und beim Weben ist es ja eigentlich wurscht. Ne? Also da kannst du ja auch kleine Teile, ich gebe doch eine herum mit dem Software-Update, ich will nicht. ich glaube immer, es ist irgendwas, ne? Schreckt einen. Und da habe ich die jetzt auch halt mit hinein verwoben und da kann eigentlich auch nicht viel schief gehen, weil ich denke mal, beim Gewebten hält das alles. Und es macht sich auch gut und passt auch farblich dazu. Ja, zeige euch da mal einen Teil davon.
Ja, also das ist das Ursprüngliche, nicht, oh ja, auch das, also mit dem habe ich gedacht, kann ich den ganzen Schal machen, bis ich gemerkt habe, das wird nichts mehr in dem Leben, das wird nicht ausgehen, und dann habe ich eben das vom Kleid dazu gemischt und ich finde, das macht sich auch ganz gut. Ich habe auch dazwischen, ich habe experimentiert, ich habe da Muster gemacht, ich habe festgewoben, ich habe locker gewoben, also ich habe irgendwo einen Abschnitt, muss jetzt schauen, ich will noch nicht zu viel verraten zu dem Teil an sich, weil da ist mir noch was Besonderes gelungen. Also ich habe so Teile, wo man die Dinger da, die Gradausfäden nicht so gut sieht, ja, und dann habe ich Stellen, wo man halt so ein Karo-Muster dann eben durchsieht. Also im Vergleich jetzt hier sieht man es nicht, hier sieht man schon. Und ja, und dann habe ich halt Muster ausprobiert. So wie das hier, da macht man halt mit einer dickeren Wolle. Das ist übrigens vom Hexagon-Pullover, der Rest so Schläufchen rein. Am Anfang habe ich überhaupt so, das hat mir nicht gefallen. Dann habe ich so einen Teil, wo ich links, rechts Fäden einzogen habe. X-beliebig. Was habe ich noch herum experimentiert? Irgendwo, also manchmal habe ich auch einfach einen Faden auslassen und dann schaut das aus, als hätte ich eine Laufmasche. Ist sie schlecht. Und ja, da habe ich auch wieder so die Fäden links, rechts hineingezogen. Dann habe ich da überhaupt die dickere Wolle dann wegversponnen bei dem Teil. Mit hineingemischt und dann habe ich mich eigentlich eh zurückgehalten mit Musterexperimente. Ja, und dann habe ich ein Video gesucht, länger. Ich habe schon geglaubt, das Video gibt es nicht mehr, weil der ursprüngliche Plan war ja, dass das ein Poncho wird. Ja, also so ein Dreieckstuch, Poncho, Loop, Dings. Ja, und zu diesem Zwecke fügt man dann die beiden Kanten aneinander. Und das hat nicht funktioniert. Das habe ich, also ich habe dann nach langem endlich das Video gefunden und habe das dann so gemacht, wie die das zeigt. Das war ein Schuss in den Ofen, also so richtig. Und dann habe ich einfach die Fäden wieder rausgeholt, wurscht, habe es beendet und habe es dann zusammengenäht. Geht auch. Ergibt dann im Endeffekt vorne dieses Dreieck. Ich zeige euch dann auch gleich, wie es gemeint ist. Ja, und ja, da sind noch Fransen dran und so. Ich mache das jetzt einmal um den Hals, einmal verschlingen, wieder retour. Ja, und dann das Ganze drapiert, so nach vorne. Dann hat man halt den Spitz vorne, ja, logisch, und quasi so einen Loop-Dings. Sollte man es mal halt immer schauen, dass das da schön übereinander liegt. Ja? Also es könnte ein wenig kürzer sein. Also ich habe mich da halt an diese Videoanleitung gehalten von der und finde das aber gar nicht so blöd. Ne? Ist jetzt nicht so langweilig wie so ein gerader Schal, den man sich nur herumwickelt. Ja, sondern eben so ein Schal-Poncho-Teil. Ich weiß nicht, was man dann noch machen könnte. Ja, man könnte es offen tragen. So, über die Schulter. Na, komm. Na, komm, na, komm, na, komm. So. Und dann hat man halt hinten also einen Schlauch runterhängen. Das ist jetzt irgendwie komisch, ne? Aber, ja. Nein, ich schlinge mir die Schlaufe. Die hinten ist lieber um den Hals. Ist mir lieber. So, ja, also, wie gesagt, ein bisschen kürzer könnte man es machen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie lang der war, ursprünglich, wie lang die Fäden waren. Ich habe es auch vorzeitig beendet, weil irgendwann ist genug und man braucht ja dann auch noch ein Stück, um das quer zu weben, eben um zu verbinden, was ich ja dann eh nicht. Also, ich habe so einen Teil habe ich gemacht und dann habe ich schon gemerkt, das wird so ungleich und schief und passt überhaupt nicht zusammen und kann nichts. Habe ich es wieder lassen. Ja, aber im Prinzip könnte man das mit jedem anderen geradeaus Schal machen.
indem man einfach die Kante dann, also da ist der Anfang, ne, und da geht der Schal weiter, 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 weiter. Und dann legt man halt einfach, geht man die Kante entlang und irgendwann ist man ja am anderen Ende und dann näht man dieses andere Ende halt seitlich an das lange Teil dran. Mehr ist es nicht. Wenn man zu blöd ist, es so zu verbinden, gleich am Webrahmen, dann näht man es halt dran. Bin ja eh gerade im Nähfieber, also von dem her hat mich das jetzt weniger gestört. Das heißt jetzt nicht, dass ich gern Fäden vernähe auf einmal, das nicht. Und ich finde das so angenehm beim Weben, weil man die immer mit einwebt, die Enden, und weg sind's und am Ende, dann schneidet das nur ab, alles was wegsteht. Nähen. So, mein Kleid ist fertig. Und ich bin, ja, ich bin stolz drauf. Da sind noch ein paar Fäden, die können weggeschnitten, aber das ist mir egal, so Kleinigkeiten. Am Ende von diesem Kleid hatte ich ja nur noch unten beim Saum, weil ich ja ein netter Mensch bin und das ordentlich machen wollte, habe ich dann beim Saum, den ich umgenäht hatte, schon noch mal ganz unten an der Kante eine Naht entlang genäht, dass das Ganze ja einen schönen Abschluss hat. Weil da viel Schwarz in dem Stoff ist, habe ich, und mit schwarzen Zwirn genäht habe, habe ich viel Schwarz auf Schwarz genäht bei der letzten Umrundung hier, und die ist ja endlos dann. Ja, und da habe ich dann echt schon den Gedanken gehabt, ich pfeife jetzt drauf und haue das in die Nähmaschine und ratter das dort runter. Aber dann könnte ich natürlich nicht sagen, ich habe das ganze Kleid mit der Hand genäht. Und das wollte ich dann auch wieder nicht. Also habe ich mich durchgebissen und durchgekämpft. Und tatsächlich gestern, ich habe immer auf Tageslicht gewartet, weil schwarz auf schwarz kam keins. Also habe ich es gestern bei künstlicher Beleuchtung fertig gemacht. Ich ziehe es jetzt nicht an. Möchte ich nicht. Ich zeige es euch einfach so. So, also, es hat lange Ärmel und es hat Stufen. Wie da mal jetzt. So, es hat die Stufe Nummer 1, die ist gerafft, die Stufe Nummer 2, die ist gerafft, und dann kommt noch eine dritte Stufe. Da habe ich natürlich dann nicht bedacht, dass ich ja einen Saum umnähe. Deswegen ist die kürzer als die anderen. Aber ist egal. Ist egal. Ja. Das ist jetzt so. Auch gar nicht drauf geachtet habe ich, wie dieses Muster da verläuft. Ob das am Kopf steht oder quer liegt oder sonst was. Auch das war mir irgendwie scheißegal. Weil ich glaube, es ist eh scheißegal im Endeffekt, ja. Und ja, jetzt ist dieses Kleid fertig. So, und auch beim Ärmel habe ich versucht, so ein Bündchen zu machen, so ein optisches Bündchen, damit es einen schönen Abschluss hat. Und womit ich nicht zufrieden bin, ist der Kragen. Hinten ja, vorne weniger, weil vorne sich der so deppert wählt. Andererseits, ich meine, ich will ihn nicht nochmal aufmachen und nochmal dran nähen, habe ich keine Lust, weil ich habe es gesäumt auch noch innen. Ja, das müsste ich alles wieder aufmachen und dann ein bisschen enger dran nähen. Aber da der ganze Stoff sowieso nicht so besonders dehnbar ist, lasse ich das jetzt so, weil nicht weiß, ob ich dann überhaupt mit dem Kopf durchkomme. Ich lasse es enger machen. Ne? Ich lasse es jetzt so, es ist mir egal. Was das Ding auch hat, sind Brustabnäher. Warum, weiß ich nicht. Also ich habe es halt gemacht, weil sonst das Vorderteil, das zugeschnittene, länger gewesen wäre als das Rückenteil. Da hatte ich eh so einen Moment, da wie ich die zwei Teile zusammen, dann habe ich mir gedacht, wieso ist das doch um etliches länger als das andere Teil? Habe ich das vielleicht zu kurz abgeschnitten, das andere oder so? Bis mir eingefallen, ja, so nein, da sind ja so noch diese Brustabnäher. Und wenn man die wegknipst, habe ich mal zusammengesteckt gehabt, dann passt es auch von der Länge her wieder eins zum anderen. So lernt man Dinge, so lernt man Dinge. Also wie gesagt, Kragen. Nächstes Mal ist das sicher nicht das erste Ding, das ich drauf nähe. Ja, es war vielleicht jetzt nicht so die kluge Idee, das gleich am Anfang zu machen, weil man einen Scheißdreck vom Nähen versteht. Aber ja, man lernt. So, bei den Ärmeln habe ich auch so einen Schweißausbruch gehabt, weil ich habe den einen einfach dran getackert und einmal angenäht gehabt und dann habe ich den anderen genommen und dann ist mir eingeschossen, scheiße.
Es gibt ja einen rechten und einen linken Ärmel und jetzt weiß ich nicht. Also ich glaube schon, es schaut ja nicht falsch aus. Also ich glaube schon, dass ich den rechten rechts und den linken links dran genäht habe. Zufälligerweise. Bewusst, willentlich nämlich nicht. Nächstes Mal weiß ich auch das, dass es zwei verschiedene gibt. Ja. Ja. Und dann habe ich halt, weil das furchtbar franzt, dieser Stoff, ja, ich habe jede Kante auch noch händisch versäubert. Jede einzelne Kante, die da innen ist, von jeder Stufe, Seitennaht, Ärmelnähte, alles, was innen so an Nähten ist, ich habe sie alle mit der Hand versäubert. Ja, ich weiß, ich habe einen Vogel, aber das ist ja nichts Neues. Das Kleid sitzt gut, wenn ich es anhabe. Ja. Da es halt nicht dehnbar ist, tue ich mir ein bisschen schwer mit wieder ausziehen. Anziehen geht noch, ausziehen ist ein bisschen schwierig. Ja, aber es passt. Ja. Ja, nichtsdestotrotz würde ich beim nächsten, also ich möchte mal noch eins machen, vielleicht dann eben mit der Nähmaschine, würde ich halt einen elastischeren Stoff nehmen. Das wäre hilfreich beim Ein- An- und Ausziehen. Aber sonst von der Größe her und so würde ich es wieder genauso machen. Ja, also das ist mein Kleidchen. Ich habe eigentlich gar kein so ein richtig langes Winterkleid, das ist direkt eigenartig für mich. Anziehen möchte ich es zur Weihnachtsfeier. So, wann ich bis dahin, das ist in einem Monat, na, länger, 1,5 Monaten noch hineinpasst. Ne? So. Ja, ich weiß, man kann selbstgenähtes dann ja auch irgendwie weitermachen. Ich kann es nicht. Ich kann schon deswegen nicht, weil ich nicht genug Nahtzugabe da drinnen habe. Und das, was ich zu viel hatte, habe ich auch weggeschnitten, damit das alles schön gleich und schön ist. Schön. Es muss auch innen schön sein, war ich der Meinung. Also, bis auf die Fäden, die ich noch nicht abgeschnitten habe. Aber egal, die stören mich auch nicht. So, das war mein Nähprojekt und jetzt habe ich keins. Im Moment. Weil für so ein großes Projekt habe ich auch nicht genug Stoff. Also da habe ich ja müssen stückeln. Bei der dritten Stufe ich müssen stückeln, weil ich die dritte Stufe dann nicht mehr in einem durch habe schneiden können, zuschneiden können, weil habe ich dann schon müssen den Stoff drehen und in die andere Richtung auch noch ein Streifel wegschneiden. Und also hinten, vorne ist die Stufe in einem, die dritte, und hinten sind es zwei Teile. Die habe ich halt dann unten in der Mitte nochmal zusammengenäht. So als Fleißaufgabe. Oder ich hätte auf die dritte Stufe verzichten müssen und das wollte ich eigentlich nicht. Ja, also das hat insgesamt schon viel Stoff gefressen, mehr als ich gedacht habe. Aber ja, beim nächsten Mal, wie gesagt, weiß ich mehr, bin ich klüger, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und ich möchte auf jeden Fall wieder irgendwas mit der Hand nähen. Vielleicht muss ich das auch sogar. Ich hab Stoff zugeschnitten für ein Oberteil und einen Rock. Und möchte ich eigentlich auf der Maschine nähen, aber wenn die spinnt, dann muss ich es eh mit der Hand nähen. So, dann war ich ja am Wiener Woll- und Stofffest. Ja, und dass dort mehr gefühlt mehr Stoffstandeln waren als Wollstandeln, war mir jetzt gar nicht so unangenehm. Das hätte mich vor 2 Jahren oder 3 Jahren, wenn das letzte war, noch gestört, aber da bin ich dann auch etwas eskaliert. Ja, und ich habe nicht die Gelegenheit genutzt und mir weiteren Stoff für ein Kleid gekauft, weil ich irgendwie nicht so wirklich weiß, wie viel ich jetzt wirklich für das Ding brauche. Weil ich auch nicht weiß, wie viel ich verbraucht habe, also wie viel das war, was ich da an Stoff hatte. Und dann stehst du eigentlich da wie ein Volldepp. Ja, also ich muss einmal schauen, vielleicht sehe ich das noch bei der Bestellung, die ich vor. Ich mir nicht drüber auch ein Jahr oder mehr gemacht habe. Vielleicht steht da dabei, wie viel ich da gekauft habe. Ich glaube, es waren 2 Meter von dem Stoff. Und das reicht halt nicht. Also schon, aber dann wird es blöd, wenn man irgendwie ein spezielles Muster auf dem Stoff hat und das dann querschneiden muss, dann ne? Je nachdem, bei dem ist es eh wurscht. Ja, also Wiener Woll- und Stofffest. Was ich unter anderem dort erstanden habe, war ein Kammzug.
Und jetzt kann ich ihn dann endlich wegräumen oder anspinnen oder schauen wir mal. Ja, und der ist so herrlich weich. Das ist so ein Fluffy. Und der hing dort und ich bin zielstrebig hin und es war klar meins. Ich habe keine Brille auf, deswegen kann ich euch jetzt nichts dazu sagen, weil ich kann es nicht lesen. Es ist irgendwas, es ist scharf, logisch mit Seite, das weiß ich. Das habe ich schon gelesen. Und 100 Gramm, das kann ich auch lesen, das ist groß genug. Von wem oder was, keine Ahnung. Es ist einfach, es ist ein Träumchen. Aber darf ich mich zurückhalten, weil ich habe genug Kammzüge, so ist es ja nicht. Ich brauche ja eigentlich keinen und der war so wunderschön. Ihr wisst eben, was so wunderschön ist, dann muss es mit. Ja, dann bin ich beim Stoff eskaliert, das zeige ich euch dann gleich. Und dann habe ich gesagt, aber ohne Wolle kann ich jetzt auch nicht heimgehen, das ist lächerlich. Ich meine, ich bin am Woll- und Stofffest und habe kein einziges Knäuel Wolle. Das geht gar nicht. Und bei der letzten Runde, die wir gedreht haben, haben wir dann bei Steffis Wolle noch zugeschlagen. Die Tochter und ich. Und die Tochter hat sich einen Strang ausgesucht und ich habe meinen ausgesucht. Und der ist für die Tochter. Der ist einfach nur geil. Der ist dunkler als jetzt, so. Ja, also schon sehr viel dunkler als jetzt. Nicht so knallig ist er trotzdem. Und ist mir trotzdem nicht. Ja, da möchte sie Socken draus haben. Deswegen habe ich gesagt, habe ich jetzt demnächst noch so ein Sockenprojekt vor, aber den muss ich erst wickeln. Und ich habe mir natürlich auch einen ausgesucht und ja, der passt farbtechnisch so. Klassiker, ne? Lila, kommt zu den anderen, ist guter Gesellschaft. So, also damit hatte ich das, den Teil auch erfüllt. Und dann habe ich eben Stoffe eingekauft. So, und einen Teil davon kann ich euch jetzt nur fragmentarisch zeigen, weil da habe ich den Rock zugeschnitten für die Tochter, wo ich noch nicht war so genau, weil ich keine Maße habe von ihr. Ich meine, ich habe jetzt auch ein Maß circa, ungefähr die Hälfte von mir. Haha. Also mir darf er nicht passen, dann passt er ihr. Das ist einmal eins. Und dann haben wir da noch einen, den habe ich auch schon zugeschnitten. Das wird ein Oberteil. Ich mache das jetzt, weil den habe ich. Ich zeige euch einen Ärmel. Weil die habe ich schon zusammengesteckt, die zwei Teile. Und das ist sowas. Ne? Da hätten wir halt so einen Fall oder auch bei den Totenköpfen, da kannst du nicht querschneiden, da musst in der Richtung bleiben, ist logisch. Ja? Also das ist mehr so comicartig und ja. Es wären keine langen Ärmel, weil auch das würde sich nicht ausgehen. Es ist halt so, weil ja, ich keine Ahnung habe beim Stoffe kaufen. Ja? So habe ich zum Beispiel diesen hier gekauft. Ich glaube, der hat 50 cm und ich kann es echt nicht abschätzen, wie viel das dann ist. Es war halt alles zusammengewickelt in so Päckchen und du siehst das nicht wirklich. Aufmachen wird das auch nicht. Und ja, blau kariert, zack, zack. Das ist die Länge, ist in Ordnung. Das wird sicher ein Rock für mich, so ein grad runter Rock. Gummibandel oben, eine fertig. Die Länge hat er schon. Ich muss ja nur auf die richtige Breite bringen, beziehungsweise lasse ich so, das raffe ich irgendwie, keine Ahnung, fertig. Echt, also echt ist mein Ernst. Ich nähe das an der Seite zusammen, oben um, unten um, Gummibandel, eine Rock, fertig. Mehr mache ich mit dem nicht. Bei dem muss ich schauen, ob sich das ausgeht. Vielleicht mache ich vorne zwei Lagen dann rein. Vielleicht aber das geht eigentlich genauso groß wie der andere. Weiß ich noch nicht. Aber es wird auch ein Rock. Simpel und einfach. So. Und dann habe ich noch diesen hier ergattert, sozusagen. Da weiß ich gar nicht. Der ist recht groß. Da ist recht viel dran. Kleid wird es keins. Das wird sich nicht ausgehen. Für den Rock ist es wenig. Und so haben wir wieder ein Problem. Ich habe es momentan mit den Karos, mit den karierten. Ich überlege, ob ich mal da nicht so einfach eine Hose, so eine, einfach mal eine Hose probiere zu nähen. Es müsste sich ausgehen mit dem Stoff. Eine bequeme Hosenhaut, gerade runter, fertig, bums aus. Und dann habe ich noch diesen Stoff, da habe ich überhaupt keinen Plan dafür, gar keinen.
Der ist halt so gepixelt oder weiß ich nicht, wie man das sagt. Ja, so. Wie auch immer. Hat mir gefallen, ist mitgegangen. Weiß ich nicht, was das wird. Wirklich nicht. Vielleicht ein T-Shirt oder irgend sowas. Ja, das war es noch nicht. Das war es noch nicht. So, und dann kamen wir zu einem Stand und da gab es so Päckchen. Und da ich ja gerade ja, im Hexagon-Nähwahn bin und ich jetzt auch schon ungefähr weiß, was es wird, ich möchte eine Tasche draus machen aus den Hexagons. Und ja, und dann werde ich noch Hexagons machen für irgendein anderes Projekt, weil ich habe jetzt genug Stoff auf. Dieses was Blaues, dieses was Buntes, Schäfchen, noch mehr Schäfchen, wieder Schäfchen und sowas und ja, Piratencola, so. Damit man nicht fad wird. Ja, ob das jetzt Projektbeutel werden, die ich dann eh nicht verwende oder keine Ahnung was, ich weiß es nicht. Auch nett wäre ein großer Kuschelpolster für die Couch, aber da möchte ich auch irgendwie was Patchwork-artiges machen und nicht einfach nur gerade Teile zusammennähen. Das ist mir zu langweilig, auch zum Anschauen. Und wenn schon ein Unikat, dann ordentlich, ne? So, dann habe ich gestern beschlossen, ich mache jetzt endlich einmal dieses winzig kleine Stickprojekt. Wir sind jetzt beim Sticken, ja? Fertig. Weil das geht ja schnell. Das ist ja gleich fertig, das ist ja kein Problem. Habe ich geglaubt. Und dann habe ich gemerkt, wie lange man dafür sitzt und braucht. Weil so schnell fertig ist das dann doch nicht, wie ich gedacht habe. Ja, also wenn ich ein Herz pro Tag schaffe, bin ich schon glücklich. Sieht man ja auch einen Scheißdreck. Ja? Gut, heute ist zur Abwechslung mal sonnig, aber ich müsste mich da zum Fenster setzen und also ohne Brille sowieso nicht, aber auf der Couch dann und mit dem Kunstlicht und ich habe gestern schon gesagt, jetzt ist es bald soweit, jetzt kaufe ich mir so eine beleuchtete Lupe, die man sich irgendwo aufs Hirn biegt oder so, weil ich sehe das nicht. Also das ist für mich, da verzweifelt man ja wirklich, wenn man da davor sitzt und sich denkt, wo ist, ja, und wo geht's weiter? Und da ist deppert. Das verstehen die Jüngeren jetzt nicht, die Älteren, ja. Und ja. Aber es ist süß, ne? Es ist herzig, es ist sehr entzückend an und für sich und jetzt habe ich es schon seit 2 Jahren, glaube ich. Und wird Zeit, dass ich das einmal fertig mache. Mein anderes Stickprojekt habe ich auch rausgekramt, das liegt jetzt dort irgendwo, das ist egal, das Große. Und da möchte ich auch wieder weitermachen. Irgendwie habe ich ja den Sommer verpasst, das mit dem Tageslicht und da beim Fenster in der Früh, weil ich die meiste Zeit diese Diamond Paintings in der Küche gemacht habe, auch beim Fenster. Das ist jetzt auch vorbei, weil in der Früh ist es finster. Ich kann es nicht machen. Und später und bei Kunstlicht, das ist zum Scheißen. Wirklich, das ist zum Scheißen. Jetzt habe ich das einmal weggeräumt und einmal vertagt, aber dadurch habe ich auch nicht gestickt. Und nachdem ich jetzt so im Nähen drinnen bin und mir das eigentlich Spaß macht, also das Handnähen, ja, dann habe ich, das ist ja irgendwie interessant, weil wenn man sich nicht näher eigentlich beschäftigt, also die Dinge auf sich zukommen lässt, ich war nicht auf der Suche oder so, dann kommen die Dinge ja zu einem. Und die Joan strickt. Ich glaube, die näht auch mit der Hand, kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich habe es nur gesehen auf Instagram. Und die hat dort ein Buch gepostet gehabt. Und ich weiß nicht, was das wird, was sie da näht. Irgendwas Rotes, irgendwas aus einem Wollstoff. Und die hatte dieses Buch auf diesem Wollstoff liegen auf dem Foto. Und das ist mir aufgefallen, weil also vom Titel her und vom Cover her und ist gerade voll meins.
und habe ich natürlich haben müssen und habe ich bestellt. So, und das ist dieses Buch. Und da taten sich ein paar Welten für mich auf, also nicht nur mit dem Buch. Die hat auch einen YouTube-Kanal und die näht halt, keine Ahnung, was das, wie man das nennt, was die da, die zieht das an. Die heißt Bern, so vertieft habe ich mich jetzt auch wieder nicht. Also bitte keine Details. Die Bernadette Banner, Banner wahrscheinlich, Banner, kann ich das lesen? Nein, man kann es überhaupt nicht Scheißdreck lesen. Und dieses, also das ist sie. Das ist sie und so ist sie auch im Video. Ich habe erst ein Video gesehen von ihr. Ich habe sie abonniert, hat irrsinnig viele Abonnenten. Und ich glaube, die Leute schauen sich das zur Unterhaltung an, weil die macht wirklich sehr eigenartige Videos. Also so für die heutige Zeit gesehen. Also die rennt in irgendwelchen romantischen Gegenden herum, in romantischen Kleidern und Röcken und sowas und näht sich romantische Kleider und Röcke und sowas mit der Hand. Nur mit der Hand, glaube ich. Oder sie hat so eine alte Nähmaschine, habe ich gesehen, so eine uralte, so eine MSC, wo man mit dem Fuß tritt. Und sie hat auch ein Spinnrad, das sieht man im Video. Und ich weiß nicht, ob das ihre Wohnung ist oder ob sie da in einem Schloss haust oder ob das ein Haus ist, das halt innen so eingerichtet ist, wie es halt eingerichtet ist. Das ist sehr interessant. Also das Interieur bei der, wo die sitzt, die Videos macht und näht, ist sehr, sehr spannend. Dass sich das die Leute reinziehen, auch wenn man nicht näht, wundert mich nicht. Das ist wirklich, das ist schön. Das ist so schön, das ist so wie ein Burgfräulein und die sich halt hinsetzt und bei Kerzenlicht und Tee und Keks oder einen Kuchen neben ihrem Spinnrad, dann mit der Hand sich eine Schürze näht, zum Beispiel. Ja? Das ist so wunderschön. Ja. Und weil ein Buch allein nicht reisen kann, habe ich mir auch noch das bestellt. Das war bei den Empfehlungen. Leute, die sich das gekauft haben, haben sich auch das gekauft. Ihr kennt das. Und da bin ich hängen geblieben und habe mir gedacht, ja, das kann nicht schaden. Und das sind alle möglichen Sticktechniken drinnen, wirklich. Also der Anfang, also die Einführung ist etwas ja, sanft und Dings, aber dann, und das ist dann alles in der Folge einzeln erklärt, wie es geht. Jeder einzelne Stich von diesen Dingen. Und das finde ich schon interessant, nämlich auch, wenn man vielleicht einmal irgendwo was draufsticken möchte. Also nicht nur für ein Stickbild, sondern wenn man auf so eine gestrickte Wollsocke oder einen gestrickten Pullover vielleicht noch irgendein Motiv draufsticken möchte, weil ich bin ein Esel, was das betrifft. Ein Vollstocke, keine Ahnung. Also, und ich habe auch nicht gewusst, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, etwas zu sticken. So, da habe ich wieder was dazu gelernt. Was ich auch dazu gelernt habe, nämlich aus diesem Buch bereits, und da, also ich habe noch nicht so weit geschmückert, aber doch. Ich habe es ja noch nicht so lang, 2 Tage. Mir das immer passiert. Und wie viel ich mich da bei dem Kleid geärgert habe. Und wenn ich das doch früher gewusst hätte, ja. Also wenn du mit dem Faden, Nadel und Faden und nähst und so, dann dreht sich der dann bei Rückstichen insbesondere gerne ein, dieser Faden. Und irgendwann geht er nicht mehr durch, weil er sich ständig verknotet mit sich selbst. Weil er sich einzwirbelt, so. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick, wenn man dieses Problem dann hat, oder am besten man macht es vorher schon, damit man das Problem erst gar nicht hat, da schiebt man die Nadel entlang von dem Faden bis zum Stoff und dann dreht sich der Faden von alleine aus und dann schiebt man es halt wieder zurück, dort wo man braucht und alles ist gut. Wenn ich das früher gewusst hätte, also ich habe das gestern beim Sticken von dem Teil auch das eine oder andere Mal gemacht, einfach weil ich, weil sich der auch einzwirbelt und weil ich es dann wissen wollte und das funktioniert wirklich super. Also ich habe immerhin schon was gelernt aus diesem Buch. Ich bin jetzt übrigens noch, wo bin ich da? Beim Zuschneiden bin ich noch nicht. Ich bin da, der Aufbau von Stoffen, was für mich auch sehr interessant ist. Also wie das gewoben ist oder gewebt oder wie man das sagt und wie diese Techniken heißen. Und weil ich verstehe das mit dem Fadenlauf nicht.
Ich verstehe das mit dem Fadenlauf nicht, aber ich werde weiterlesen und dann verstehe ich es vielleicht endlich oder schauen wir noch ein Video dazu an. Ja, also beim Kleid war mir der Fadenlauf wurscht. Bei den Teilen, die ich für die Tochter zugeschnitten habe, war er mir auch wurscht, weil da sind die Motive eh so, dass du es nur in eine Richtung ausrichten kannst, ne? Aber es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass man etwas schräg schneidet. Das bringt dann auch irgendwie einen besonderen Effekt, wie der Stoff dann fällt. Und das finde ich auch sehr interessant. Aber da sind wir ja schon lang nicht, noch nicht, lange gar nicht, nix, null. Für meine Hexagons brauche ich es nicht. Und für eine einfache Tasche. Ach so, ich habe euch ein Stück Stoff und das schlagen wir, das dort liegt, bereit, um zugeschnitten zu werden für das Innenteil einer Tasche. Es ist einfach nur schwarz und sind weiße Sterne drauf auf dem Stoff. Baumwollstoff. Und was das andere so ist, das ist alles ein bisschen dehnbar, das Zeug, was ich mir da gekauft habe. Das sind alles so Jersey oder, was ist das? Sweat steht drauf und auf irgendeinem stand was drauf, was ich noch nie gehört habe. Auf jeden Fall sind die alle dehnbar, diese Stoffe, die ich da gekauft habe für die Röcke und das Oberteil und so. Das nehme ich an, ist alles Baumwolle. Weiß ich nicht, wahrscheinlich. Na, für so Patchwork-Sachen. Ja, und jetzt kann ich es endlich wegräumen. Die ganze Zeit ist das alles da am Tisch gelegen. Und es war kein Platz, dass ich die Nähmaschine herstelle. Und das mache ich dann. Und ja, während ihr beschäftigt seid mit Videoschauen, dieses oder andere, werde ich schauen, ob meine Nähmaschine tut, was ich gern hätte. Und wenn nicht, ich schwör's euch, fliegt die aus dem Fenster. Pussy auf eure Bauchis und Babatschi.